Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Vorlesung über Apfelbäume im Weltall. Das Wetter draußen ist so schön, dass man fast draußen schon die Apfelbäume hätte sehen können. Und die größte Herausforderung für mich sind zwei Dinge. Das erste ist, dass ich sie 30 Minuten hier fesseln kann, dass sie nicht rausrennen in die schöne Sonne. Und das zweite ist, ich muss mich hier in so einem kleinen Umkreis bewegen. Das fällt mir extrem schwer, weil normalerweise bewege ich mich bei Vorträgen gerne von links nach rechts. Ich schaue mal, wie ich das heute hinbekomme. Apfelbäume im Weltall, das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Tricktitel. Es geht irgendwo auch um Apfelbäume, aber im Allgemeinen geht es mehr um Pflanzen. Und wenn ich Weltall sage, meine ich nicht wirklich Weltall, sondern vor allem meine ich Planeten, Exoplaneten. Planeten, die um Sterne kreisen, die nicht unsere Sonne sind. Die meisten von Ihnen, nehme ich an, kennen unser Sonnensystem mit den 8 Planeten. Aber mittlerweile kennen wir ganz, ganz viele andere Planeten, die um andere Sterne kreisen. Und eine wichtige Frage ist, gibt es dort Apfelbäume? Gibt es dort Pflanzen? Und wie wir das herausfinden können, das möchte ich gerne heute mit Ihnen besprechen. Ich habe drei kleinere Themengebiete vorbereitet. Das eine ist, wie finden wir denn Planeten um andere Sterne? Also wie kann ich die identifizieren? Die zweite Frage ist dann, wie können wir nach Apfelbäumen auf diesen Planeten eben suchen? Und dann die dritte Frage ist, mit welchen Teleskopen können wir das denn wirklich machen? Und wie lange dauert es denn noch, bis wir so weit sind, um diese Apfelbäume nachzuweisen? Ich hatte eben schon angedeutet, wir kennen mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die sogenannten Exoplaneten. Das ist ein Forschungsfeld, das ist relativ jung. 1995 wurde der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems gefunden und seitdem haben wir fast 5000 schon detektiert. Und wie wir das gemacht haben, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Hier ist eine Darstellung, wie viele Planeten, jetzt müssen wir kurz gucken, wo der Laser ist. Hier ist das Entdeckungsjahr, also wann wurden die Planeten gefunden. Und hier ist die Gesamtzahl der Exoplaneten, die man detektiert hat. Und Sie sehen, dass wir hier oben fast bei den 5000 angelangt sind. Die verschiedenen Farben hier, die stellen verschiedene Methoden dar, mit denen wir nach diesen Exoplaneten suchen können. Und Sie sehen, dass zwei Farben besonders hervorstechen, die längsten Balken haben. Das eine ist die rote Farbe hier, das ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Und die andere Methode, die Transitmethode, ist hier in grün dargestellt. Also diese beiden Methoden zusammen haben fast 90% oder mehr als 90% aller Exoplaneten zutage gefördert. Wie funktionieren die? Ich fange hier unten mit dieser Methode an, mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, weil das die Methode ist, die eben 95 den ersten Planeten hervorgebracht hat. Und vor zwei Jahren hat ein Kollege von uns, der jetzt auch an der ETH forscht, den Nobelpreis dafür bekommen. Der Didier Queloz und der Michel Mayor, sein damaliger Doktorvater von Genf, haben vor zwei Jahren den Nobelpreis in Physik für diese Entdeckung des ersten Exoplaneten um einen sogenannten Hauptreihenstern bekommen. Und was haben sie gemacht? Das ist hier in diesem kleinen Film so ein bisschen dargestellt. Ist ein bisschen übertrieben. Das hier ist der Planet und das hier ist der Stern. Es sieht so aus, als ob der Planet größer ist als der Stern. Das stimmt aber nicht. Die Sterne sind schon noch größer als die Planeten. Aber es hilft so ein bisschen besser zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Was Sie wahrscheinlich nicht erstaunlich finden, ist, dass der Planet um den Stern kreist. Was vielleicht ein bisschen erstaunlich ist, dass der Stern sich auch zu bewegen scheint. Ich mache den Film nochmal zurück. Lass ihn nochmal starten. Und das liegt daran, dass nicht nur der Stern eben an dem Planeten zieht aufgrund seiner Gravitationskraft, sondern dass der Planet eben auch eine Masse hat und auch an dem Stern zieht. Das heißt, die beiden kreisen um den sogenannten gemeinsamen Schwerpunkt des Systems. Und dieser Schwerpunkt ist nicht genau im Zentrum des Sterns, sondern ein bisschen außerhalb. Und das führt dazu, dass der Stern sich eben auch bewegt, weil der Planet an dem Stern zieht. Und diese Bewegung, die kann man nachweisen. Man kann das tun, indem man sich das Spektrum, indem man sich das sogenannte Spektrum des Sterns ansieht, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass ich das Sonnenlicht in so ein Regenbogenspektrum zerlegen kann. Und das kann ich auch bei anderen Sternen mir angucken. Und wenn sich jetzt dieser Stern bewegt, von uns weg, auf uns zu, von uns weg, auf uns zu, dann verschiebt sich dieses Spektrum. Das ist der gleiche Effekt, den Sie kennen, wenn ein Krankenwagen an Ihnen vorbeifährt, wo sich die Tonhöhe ändert, der sogenannte Doppler-Effekt. Sie kennen das vielleicht von Autos oder eben von Krankenwagen im Akustischen. Und das Gleiche funktioniert auch optisch mit Licht. Das heißt, in dem Moment, wo sich der Stern auf uns zu und von uns weg bewegt, und das periodisch, kann ich das entdecken, indem ich mir das Spektrum des Sterns angucke und sehe, wie das Spektrum sich periodisch hin und her bewegt. Einmal ins blaue Licht verschoben und einmal ins rote Licht verschoben. Und die Genauigkeit, mit der man das machen kann, das ist heutzutage ein bisschen besser als 1 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Leute, die Experten, vor allem die Kollegen in Genf, die können das Wackeln von Sternen, die Lichtjahre von uns entfernt sind, mit einer Genauigkeit von weniger als 1 Meter pro Sekunde messen.
Das ist weniger als Laufgeschwindigkeit. Nur als Referenz, um eine Erde zu messen, ein Planet wie unsere Erde, um einen sonnenähnlichen Stern, müsste man noch ein bisschen besser sein. Da müsste man so 10 Zentimeter pro Sekunde messen können. Da sind wir noch nicht ganz, aber da arbeitet man dran. Also das ist die Genauigkeit, mit der man die Bewegung der Sterne messen kann oder messen muss, um eben Planeten zu finden. Die zweite Methode, die ist vielleicht ein bisschen eindrücklicher oder ein bisschen intuitiver. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Stern und Sie haben einen Planeten. Und wenn wir in der glücklichen Lage sind, dass der Orbit, die Umlaufbahn des Planeten, so orientiert ist, dass er vor dem Stern vorbeizieht, dann wird der Stern eben ein bisschen dunkler, weil der Planet den Stern verdeckt. Und das nennt man den Transit. Deswegen heißt es auch Transitmethode. Der Planet macht einen Transit vor dem Stern und sorgt für eine Verdunklung. Und diese Verdunklung, die erfolgt wieder periodisch, weil der Planet auf einer Umlaufbahn ist. Das heißt, wenn ich regelmäßig diese Verdunklung sehe, ich kann auch diesen Film nochmal laufen lassen, wenn ich regelmäßig diese Verdunklung sehe, dann kann ich eben feststellen, dass dieser Stern von einem Planeten umkreist wird. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich eben das Glück haben muss, dass die Bahn genauso orientiert ist, dass ich das sehen kann. Und draußen im Weltall sind alle Umlaufbahnen zufällig verteilt. Es gibt keine präferierte Orientierung der Umlaufbahn. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sowas zu sehen, ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Erde oder ein erdähnlicher Planet wieder bei einem sonnenähnlichen Stern so einen Transit vollzieht, ist ungefähr nur 0,5%, wenn ich es einfach zufällig ausrechnen würde. Das heißt, die meisten Planeten zeigen eben nicht diesen Transit, aber nur ganz wenige. Aber mit Hilfe des Kepler-Weltraumteleskops, das speziell darauf ausgelegt war, diese Transits zu messen, hat man eben diese ganzen, Sie erinnern sich vielleicht an diesen grünen Balken am Anfang, hat man diese Tausende von Planeten finden können. Was Sie auch sehen, ich versuche es nochmal, während ich bei der Wackelmethode, die ich anfangs erwähnte, auf die Masse des Planeten schließen kann, weil je massereicher der Planet, je dicker der Planet, desto stärker ist das Wackeln des Sterns, kann ich mit dieser Methode die Größe des Planeten abschätzen. Weil je größer der Planet, desto größer ist die Verdunkelung. Hier ist ein kleiner Planet gewesen und hier sehen Sie die Helligkeit als Funktion der Zeit. Und jetzt kommt ein größerer Planet und der verdunkelt den Stern eben umso mehr. Das heißt, diese beiden Techniken geben mir unterschiedliche Informationen über die Planeten. Ich kriege die Umlaufzeiten raus von dem Wackeln oder von dem Transit. Und bei dem Wackeln kriege ich die Masse des Planeten raus. Und bei dem Transit kriege ich die Größe des Planeten raus. Und so kann ich schon relativ viel über die Planeten lernen. Und sie zum Beispiel vergleichen mit dem Planeten in unserem Sonnensystem. Und wenn wir jetzt mal anschauen, das sieht aus wie ein sehr wissenschaftliches Diagramm. Hier sind die viele, viele hundert von den Planeten, die man heutzutage schon entdeckt hat. Hier ist aufgetragen der Radius dieser Planeten in Erdradien. Also das wären 5-mal die Erde, so groß wie die Erde, 10-mal so groß wie die Erde. Und das ist die Umlaufperiode in Tagen. Und da habe ich hier als Referenz mal unseren Jupiter reingeschrieben und unsere Erde. Da sehen Sie Folgendes. Erstens sehen Sie, dass wir schon ganz, ganz, ganz viele Planeten eben entdeckt haben. Und sie sind in einem Bereich, wo wir gar nicht so viele andere Planeten in unserem Sonnensystem haben. Was heißt das? Das heißt, dass dort draußen es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Planeten gibt. Planeten, wo wir kein Pendant in unserem Sonnensystem haben. Planeten kommen in allen Größen, in allen Umlaufperioden, was man sich nur vorstellen kann. Die Diversität ist wirklich, wirklich atemberaubend. Und Sie sehen auch, dass ein großer Bereich hier weiß zu sein scheint. Das liegt aber nur daran, dass wir eben noch nicht so genau messen können. Das heißt nicht, dass da keine Planeten gibt, sondern das heißt, dass unsere Messungen, die wir heutzutage durchführen können, noch nicht den ganzen Parameterraum wirklich abdecken. Wenn Sie sich vorstellen, die Umlaufperiode von der Erde sind 365 Tage. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gehabt, nach einem Planeten zu schauen, der 1 Million Tage Umlaufperiode hätte. So lange haben wir noch gar nicht gemessen. Das heißt, wenn Sie solche Diagramme sehen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ist das wirklich, was man draußen schon entdeckt hat? Oder gibt es dort Gründe, dass es eben diese weißen Flecken gibt, die vielleicht damit zu tun haben, dass wir einfach noch nicht gut genug gemessen haben? Und Sie sehen auch, dass unsere Erde hier noch so am Rand liegt, weil es eben extrem schwierig ist, Planeten zu finden, die genau wie unsere Erde sind, von der Größe und von der Umlaufperiode. Aber wir können schon gewisse Dinge über die Planeten aussagen. Und eine sehr spannende Aussage ist, wenn ich die Informationen dieser beiden Techniken, der Wackelmethode und der Transitmethode, miteinander kombiniere. Ich habe die Masse und ich habe die Größe. Und wenn ich das zusammentue, kann ich sowas etwas ausrechnen, was die mittlere Dichte ist. Mittlere Dichte sagt mir, aus was dieser Körper wahrscheinlich bestehen kann. Wenn Sie sich die Planeten in unserem Sonnensystem wieder vorstellen, die terrestrischen Planeten, die erdähnlichen Planeten, bestehen zum großen Teil aus Eisen, aus Gestein.
Und die Gasriesen, der Name sagt es ja schon, bestehen zum großen Teil aus Gas, aus Wasserstoff und Helium. Und die haben einen ganz anderen Aufbau und haben eine ganz andere Dichte. Und das können wir bei den Planeten, wo wir beide Techniken verwenden können, können wir das abschätzen, können wir das ausrechnen. Mit Masse und Größe kriege ich die Dichte raus. Und das ist hier dargestellt, hier habe ich die Masse in Erdmassen, also unsere Erde ist hier. Hier ist die Größe in Erdradien und wieder als Referenz habe ich unsere Erde hier reingesetzt. Und viele, viele von diesen Planeten liegen jetzt in einem Bereich oder in einer Linie, die genau der Zusammensetzung der Erde entspricht. Also wenn ich einen Ball zusammenbauen könnte in meinem Riesenlabor, der genau aus den Stoffen besteht wie die Erde, eben aus Eisen und Silikatgestein, dann würde dieser Ball, je nachdem, wie viel Masse ich reinstecke, dieser Linie erfolgen. Also wenn ich einen erdähnlichen Planeten mit 10 Erdmassen zusammenbaue, hat er ungefähr knapp 2 Erdradien. Und so kann man diese Kurven hier lesen. Wenn ich jetzt einen Ball zusammenbauen könnte, der nur aus Wasser besteht, dann hätte er, wenn ich 10 Erdmassen Wasser zusammenfüge, ein bisschen mehr, vielleicht so 2,5 Erdradien. Und so kann ich verschiedene Zusammensetzungen von Planeten hinnehmen und ausrechnen, wie dieses Masse-Radius-Verhältnis aussieht und kann überlegen, aus was diese Planeten potenziell bestehen können. Jetzt habe ich schon gesagt, potenziell bestehen können, weil das sind natürlich nur Modelle und das Einzige, was ich von den Planeten habe, sind indirekte Messungen. Und das ist jetzt wirklich der entscheidende Nachteil bei diesen Messungen. Ich habe eine indirekte Messung über den Radius, weil ich die Verdunkelung des Sterns sehe. Ich habe den Planeten gar nicht gesehen. Und ich habe eine Abschätzung über die Masse, weil ich das Wackeln des Sterns sehe. Aber ich habe den Planeten nicht gesehen. Und trotzdem kann ich aufgrund dieser indirekten Messungen schon eine ganze Menge aussagen, aber es ist eben noch keine direkte Messung. Es sind indirekte Methoden. Und ich betone das hier so stark, weil das für unsere Apfelbäume relativ wichtig sein wird. Also, ganz, ganz, ganz viele Planeten schon gefunden. Einige davon scheinen Eigenschaften zu haben, die wie unsere Erde relativ ähnlich sind. Aber die allermeisten sind indirekt nachgewiesen worden. Und eine direkte Nachweis haben wir noch nicht erschafft. Jetzt kommen die Apfelbäume ins Spiel. Wie kann ich denn nach Apfelbäumen suchen? Müssen wir erst überlegen, was so Apfelbäume machen. Apfelbäume machen ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die uns gar nicht so richtig klar sind. Und deswegen möchte ich das hier kurz nochmal zusammenfassen. Also Apfelbäume nehmen das Licht von unserer Sonne auf. Ich habe das hier als einen Regenbogen dargestellt. Photonen sind Lichtteilchen, kommen von der Sonne und scheinen auf unseren Apfelbaum drauf. Was macht der Apfelbaum? Der Apfelbaum macht verschiedene Sachen. Das eine ist, er reflektiert einiges von dem Licht wieder, zum Beispiel das Grüne. Deswegen erscheinen die Pflanzen grün, weil das grüne Licht nicht absorbiert wird von den Pflanzen, sondern es wird reflektiert. Deswegen können wir es sehen. Und ganz wichtig, er reflektiert noch das infrarote Licht, Wärmestrahlung. Das ist Licht, das ist jenseits des Lichtes, das wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Ich habe gleich noch eine Folie, wo das ein bisschen besser dargestellt ist. Also sie nehmen Licht auf, aber ein Teil wird zurückgestrahlt. Und das wird entscheidend sein, wenn wir Apfelbäume suchen wollen. Dann, Apfelbäume sorgen dafür, dass CO2 aus der Atmosphäre rausgenommen wird. Sie brauchen das zum Wachsen. Das heißt, sie nehmen Kohlendioxid auf und als Gegenleistung geben sie Sauerstoff ab. Und das ist gut für uns, weil das ist der Sauerstoff, den wir brauchen, um zu atmen. Der kommt von Apfelbäumen und von allen anderen Pflanzen auf unserer Erde. Und diese drei Dinge, diese Reflexion, die Aufnahme von CO2, von Kohlendioxid und die Abgabe von Sauerstoff, das sind Dinge, nach denen wir suchen können auf Planeten. Das ist das, was Apfelbäume und andere Pflanzen machen. Also schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an, diese drei Dinge. Die Reflexion, die ist hier nochmal ein bisschen besser dargestellt. Das ist die Wellenlänge des Lichtes in Nanometer. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Maßeinheit. Und das ist der Reflexionsgrad, also wie viel Strahlung wird zurückgeworfen. Und jetzt sehen Sie hier verschiedene Kurven. Grün sind Pflanzen, also unsere Apfelbäume. Das Braune hier, das ist Erdboden und das Blaue ist Wasser. Und Sie sehen, wie als Funktion der Wellenlänge eben verschieden stark das Licht zurückgeworfen wird. Und ganz wichtig für unseren Vortrag hier, die Pflanzen, die haben eben genau an dieser Stelle hier, das Grüne, haben sie einen Hubbel, wo mehr reflektiert wird. Das Licht und das Licht wird absorbiert, das brauchen die Pflanzen, um ihre Photosynthese zu machen. Und dann gibt es diesen extremen Anstieg hier, das ist das reflektierte infrarote Licht. Das wird auch Red Edge im Englischen genannt, die rote Ecke, die rote Kante. Das ist das, wo extrem viel zurückgestrahlt wird. Und Sie sehen, dass diese Signaturen extrem unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich mir das reflektierte Licht von Wasser, vom Erdboden, von Pflanzen angucke, sieht das sehr unterschiedlich aus. Es hat unterschiedliche spektrale Charakteristika, wie wir das nennen. Also je nach Wellenlänge haben Sie ein anderes Reflexionsvermögen. Und das können wir ausnutzen, um nach Apfelbäumen zu suchen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das war das mit dem Kohlendioxid.
Ich habe hier, jetzt muss ich aufpassen, ich hoffe, das läuft nicht einfach so los. Das ist ein Bild von, das ist ein Modell, das aus ganz, ganz, ganz vielen Bildern von einem NASA-Satelliten aufgenommen wurde. Und was Sie hier sehen werden, ist ein kleiner Film. Ich versuche den gleich so ein bisschen vorzuspulen, weil der dauert ein paar Minuten. Aber auf was es ankommt, ist, dass Sie sehen, wie sich die Farben hier oben verändern. Die Farben entsprechen der Menge an CO2 in der Atmosphäre. Wir wissen alle, dass wir CO2 in der Atmosphäre haben. Aber was vielleicht ganz wichtig ist, dass wir mal drüber nachdenken, ist, aufgrund der Pflanzenaktivität ändert sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre im Laufe der Jahreszeiten. Im Winter, wenn die Pflanzen nicht wachsen, nehmen sie kein CO2 aus der Atmosphäre raus. Im Frühling und Sommer, wenn sie wachsen, nehmen sie extrem viel CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, der CO2-Gehalt ändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Das kann man messen mit Satelliten und das kann man dann in Modelle reinpacken, wie das hier geschehen ist, von den Kollegen der NASA. Sie sehen hier oben vielleicht verschiedene, wie sich die Farben ändern. Hier unten ist so eine Farbskala. Rot ist ganz, ganz viel. Wenn es so violett wird oder weiß, ist es noch mehr. Und so blau-grün ist relativ wenig. Diese Regenbogenfarben geben an, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier starten und so ein bisschen vorspulen kann. Ich weiß, jetzt bin ich noch im Kreis, aber man sieht mich nicht mehr so gut. Ich probiere das trotzdem mal. Hier so einfach gucken, was geht. Genau, da sehen Sie, jetzt sind wir hier im Sommer, Entschuldigung, im März, das ist noch viel, das ist noch Frühling, da ist noch nicht viel passiert, das spüre ich mir vor, zum Sommer. Sie sehen, wie die Farben dann verschwinden, wie das von Rot ins Blau, ins Grün wechselt und wie auf der Südhalbkugel jetzt die rote Farbe zunimmt, weil Winter und Sommer sind Nord- und Südhalbkugel unterschiedlich. Und wenn ich das jetzt weiter vorlaufen lasse, dann sehen Sie, dass ich dann im Winter wieder mehr da oben, Herbst und Winter kommt wieder mehr CO2. Ich kann das einfach mal weiterlaufen lassen. Also wichtig für uns, CO2 ändert sich als Funktion der Jahreszeit, Sommer, Winter. Und auf einem Planeten wie die Erde habe ich eben unterschiedliche Hemisphären. Das heißt, je nachdem, auf welche Hemisphäre ich gucke, sehe ich Unterschiede im CO2-Gehalt. Und was Ihnen auch aufgefallen ist vielleicht, im Norden ist viel, viel mehr Rot oder viel, viel mehr Blau. Und das liegt daran, dass wir so einen Unterschied in der Nord- und Südhalbkugel haben, was die Landmassen angeht. Die Nordhalbkugel hat viel mehr Kontinent als die Südhalbkugel. Die Nordhalbkugel hat viel mehr Pflanzen als die Südhalbkugel. Das heißt, dieser Effekt ist der Nordhalbkugel viel, viel, viel stärker ausgeprägt als auf der Südhalbkugel. Und dann ist die zweite Möglichkeit, wie ich nach Apfelbäumen suchen kann. Wenn ich es schaffe, Planeten als Funktion ihrer Jahreszeiten aufzusehen und ich sehe Veränderungen im CO2-Gehalt, die ich messen kann, würde das bedeuten oder könnte das bedeuten, dass es dort Pflanzen gibt, die ähnlich wie bei uns eben den CO2-Gehalt, den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre regulieren. Es gibt noch eine andere Darstellung, das ist kein Film, sondern ist nur nochmal das Ganze zusammengefasst für zwei Orte auf der Welt, das Mauna Loa Observatory, das ist auf Hawaii, das ist auf der Nordhalbkugel und hier am Südpol, da gibt es auch ein Observatorium, wo regelmäßig der CO2-Gehalt der Atmosphäre gemessen wird und Sie sehen hier, wie als Funktion der Jahreszeiten eben das hin und her schwankt, auf und ab, auf und ab, auf und ab und diese Schwankung ist natürlich genau antizyklisch zwischen Nord- und Südhalbkugel. Und Sie sehen nochmal, wie stärker der Effekt ausgeprägt ist in der Nordhalbkugel im Vergleich zur Südhalbkugel. Einfach, weil wir auf dem Norden mehr Pflanzen haben, mehr Kontinente. Das ist CO2. Kommen wir zum Sauerstoff. Wenn wir diese Vorlesung oder diese Veranstaltung nicht jetzt im März gehabt hätten, sondern im Sommer, hätten wir es live hier machen können. Das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. Aber ich würde Ihnen gerne dieses Rezept hier mitgeben, zu Hause mal dieses Experiment zu machen. Sie können nämlich sehen, wie Pflanzen atmen. Wie Pflanzen Sauerstoff produzieren, das ist ziemlich eindrücklich. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, ein frisches grünes Blatt, und das ist der Grund, warum wir es jetzt gerade nicht machen können. Es gibt noch nicht so viele frische grüne Blätter draußen. Ein Stein, vielleicht eine Lupe und ein bisschen Zeit. Und was man tun kann, ist, man nimmt dieses frische Blatt, legt es in das Wasser, den Stein drauf und am besten stellt man es in die Sonne und das Blatt denkt, es ist noch am Baum. Und es macht Photosynthese, es produziert weiter Sauerstoff. Und wenn man lang genug wartet, dann sieht man eben diese kleinen Blubberbläschen auf dem Blatt erscheinen. Und das ist der Sauerstoff, der von dem Blatt abgegeben wird. Und das kann man direkt sehen. Das heißt, man kann sehen, wie der Sauerstoff auf den Blättern entsteht und dann nach oben babbelt in das Wasser. Und so kann man sich das nachweisen. Das heißt, man kann sehen, wie Pflanzen atmen. Wir wissen, dass Pflanzen atmen, denn ohne Pflanzen hätten wir eben den Sauerstoff, den wir brauchen zum Atmen, nicht zur Verfügung.
Und das Tolle ist, wenn ich mir jetzt anschaue, wie der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre sich geändert hat im Laufe der letzten Milliarden Jahre, unsere Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt, dann sehe ich Folgendes. Es gibt eben Hinweise darauf, dass wir mindestens, ich erkläre den Graph gleich noch ein bisschen detaillierter, dass wir mindestens so zur Halbzeit der Lebensdauer der Erde schon ganz, ganz viel O2, also Sauerstoff in der Atmosphäre, gehabt haben. Wenn man so kurz drüber nachdenkt, kann man sich vorstellen, okay, ich habe Pflanzen heute, die produzieren Sauerstoff, aber wie war das eigentlich in der Erdgeschichte? Waren immer schon so viele Pflanzen da? Und wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, naja, vielleicht hat sich eben der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre im Laufe der Zeit geändert. Und genau das ist der Fall. Hier ist der Anfang, ist die Erdentstehung. Dann kam irgendwann ganz einfach die ersten Mikroorganismen. Und dann kam die Zeit der sogenannten Cyanobakterien. Die gibt es heute immer noch. Und das waren die ersten, die sowas wie Photosynthese machen konnten. Und diese Photosynthese ist eben der Vorgang, der CO2 oder besser gesagt der Sauerstoff produziert. Das heißt, wenn ich mir anschaue, als Funktion der Zeit, Erdentstehung heute, am Anfang ganz, ganz, ganz wenig Sauerstoff und dann irgendwann kam dieser Sauerstoff, was auch dieses Great Oxidation Event genannt wird, diese große Oxidierungsschub, den es hatte. Und dann hat sich stabilisiert und dann sind wir hier hinten jetzt da. Heute gab es nochmal so einen zweiten Anstieg. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den Schritt zurück mache und mir im Zusammenhang mit Exoplaneten das überlege, dass für mehr als 2 Milliarden Jahren es Sauerstoff schon in der Atmosphäre gibt, den man hätte nachweisen können und den man nachweisen kann. Das heißt, wenn ich es schaffe, bei Planeten zu gucken, ob es dort Sauerstoff gibt, dann ist es eine gute Idee, nach Sauerstoff zu suchen, weil es den eben schon so lange gibt, wenn ich die Erde als Referenz nehme. Okay, also nehmen wir diese drei Sachen mal zusammen. Wenn ich das reflektierte Licht sehen könnte, wenn ich Schwankungen im Kohlendioxid sehen könnte und wenn ich Sauerstoff in der Atmosphäre nachweisen könnte, das wären auch gute Hinweise auf Apfelbäume bei Planeten. Und genau das ist das Ziel, das langfristige Ziel unserer Exoplanetenforschung. Wir wollen weg von diesen indirekten Techniken, wo ich den Planeten nicht sehe, hin zu direkten Techniken, wo ich den Planeten sehen kann. Ich brauche ein Bild von diesem Planeten. Und wenn ich ein Bild von diesem Planeten mache, dann kann ich genau dieses hier tun. Ich kann wieder so ein Spektrum erzeugen. Am Anfang haben Sie das Spektrum des Sterns gesehen, dieses Regenbogenspektrum, wo er so hin und her wackelt. Und ich kann auch ein Spektrum von einem Planeten aufnehmen. Ich kann das Licht des Planeten in seine Bestandteile zerlegen. Und wenn ich das für die Erde machen würde, hier ist unsere Erde als Referenz wieder genommen, dann habe ich hier diese drei Paneele entsprechend verschiedenen Wellenlängen von 0,2. Das ist das optische Licht hier oben. Und dann komme ich ins Infrarote und ins mittlere Infrarote. Dann sehe ich, dass unsere Erde eben nicht überall gleichmäßig Strahlung abgibt, sondern es gibt Bereiche, wo Strahlung fehlt. Und wenn ich genau hingucke, dann finde ich genau die drei Zutaten, die ich Ihnen eben nahegebracht habe. Dieses reflektierte Licht im Nahinfraroten, das CO2 und den Sauerstoff. Das kann ich in der Atmosphäre der Erde nachweisen. Und das ist das Ziel, das ist das, was wir gerne bei Exoplaneten machen wollen. Wir wollen die Bilder von den Planeten nehmen, das Licht in seine Bestandteile zerlegen und dann genau nach solchen Signaturen suchen. Und das Tolle ist, bei verschiedenen Wellenlängen gibt es verschiedene Möglichkeiten, nach diesen Spuren eben zu suchen. Hier oben sehen Sie Ozon. Ich sage gleich noch, warum ich Ozon sage und nicht Sauerstoff. Hier nochmal Ozon. Da sehen Sie hier O2 und O2. Hier sehen Sie dieses VRE, das ist das Vegetation Redshift. Das ist genau dieser kleine Anstieg hier, den wir eben hatten im roten Licht. Und dann haben wir hier CO2, haben hier CO2, haben hier CO2. Dass ich hier Ozon eingekreist habe, hat einfach nur folgenden Grund. Wir haben Ozon in unserer Atmosphäre und das ist ein photochemisches Produkt vom Sauerstoff. Die Sonnenstrahlen interagieren mit dem Sauerstoff in unserer Atmosphäre und führen dazu, dass das Ozon gebildet wird. Unsere Ozonschicht, Sie erinnern sich vielleicht, das ist gut. Das ist ein photochemischer Prozess und insofern ist Ozon genauso gut wie Sauerstoff. Ohne Sauerstoff, molekularen Sauerstoff, hätten wir kein Ozon. Und ich kann das eben im reflektierten Licht mir angucken, hier oben, und ich kann mir das im thermischen Licht, wie wir es nennen, also das emittierte Licht des Planeten selber, seine Wärmestrahlung selber. Und das ist genau die Idee. Es gibt Konzepte jetzt auf beiden Seiten des Atlantik, Weltraummissionen zu bauen oder zu entwickeln, die genau das tun. Das eine ist auf der Seite der NASA, das Planetenlicht im reflektierten Licht sich anzugucken, also nach diesem reflektierten Licht der Bäume zu schauen, dieses Grüne, was zurückgeworfen wird, diese Red Edge. Und die NASA hat gerade vor ein paar Wochen entschieden, dass sie als Nachfolger vom James Webb Space Teleskop, das gerade in Betrieb genommen wird, so Anfang der 2040er Jahre,
ein Teleskop bauen werden, das ungefähr so groß ist wie das James Webb, aber eben in einem anderen Wellenlängenbereich arbeitet, wo man genau nach diesen Planeten suchen kann. Ich zeige Ihnen gleich eine Simulation davon. Und wir hier an der ETH, in unserer Forschungsgruppe, wir wollen eine Mission vorwärts bringen, die das Komplementäre dazu macht, dass die thermische Strahlung des Planeten sich angucken. Nicht das reflektierte Sonnenlicht, sondern die intrinsische Strahlung, wo wir eben auch diese Absorptionsbänder haben. Das ist eine Simulation, das ist kein richtiges astronomisches Bild von einem Teleskop, aber so stellt man sich vor bei der NASA, wie ein nahegelegener Stern mit so einem Superteleskop das Planeten direkt abbilden kann, wie so ein Stern aussehen könnte. Der Stern ist hier in der Mitte, da gibt es so Staubscheiben drumherum, wie bei uns der Asteroidengürtel. Und hier, da ist ein kleiner Planet, den kann man kaum von der inneren Scheibe unterscheiden. Und da gibt es noch einen Planeten da, da, da. So stellt man sich dann vor, wie dieses Teleskop funktioniert. Das heißt, ich habe wirklich dann ein Abbild des Planeten. Es ist nicht so schön wie diese anderen Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, wo man die räumliche Auflösung des Planeten sieht, wo man die Wolken sieht, die Kontinente, die Meere. Das schaffen wir nicht. Dazu bräuchte es Teleskope, die viel, viel, viel größer sind. Das Teleskop hat ungefähr 6,5 Meter Spiegeldurchmesser. Aber uns reicht es eben, das Licht des Planeten zu sehen und es dann spektral zu zerlegen, um nach diesen Spektren zu gucken, nach diesen Signaturen zu suchen. Und hier haben die Kollegen der NASA Simulationen gemacht, eben für verschiedene Arten von Planeten. Hier ist ein Planet, der ganz viel Methan und Wasser enthält. Hier ist ein anderer Planet, der sehr ähnlich unser Neptun ist. Und hier dieser innerste Planet, der sieht unsere Erde relativ ähnlich. Da gibt es eben Wasser, Sauerstoff und auch Ozon. Und hier ist wieder das gleiche Spiel. Ich habe hier die Wellenlänge aufgetragen und hier das Licht des Planeten, das reflektiert wird. Und wenn man ganz genau hinguckt, das ist ein bisschen schwierig, weil hier so ganz viele Datenpunkte drauf sind, da sieht man eben diese Bänder, die von diesen Stoffen, von Wasser, von Sauerstoff und von Ozon gemacht werden. Und wir wollen das Gleiche machen, wie gesagt, komplementär zur NASA. Es ist keine Konkurrenz, sondern wenn wir die Apfelbäume mit verschiedenen Techniken uns angucken können, können wir sicherer sein, dass es wirklich Apfelbäume sind, dass es wirklich Leben auf diesem Planeten gibt. Und deswegen wollen wir im Thermischen diese Planeten analysieren. Und um das zu erreichen, reicht uns nicht ein Teleskop, sondern wir brauchen vier verschiedene Teleskope, die alle gemeinsam denselben Planeten angucken können, weil nur so haben wir die räumliche Auflösung. Es ist ein Zusammenschluss von Teleskopen, man nennt das ein Interferometer, wo das Licht dann von diesen Teleskopen in ein fünftes Teleskop reingeleitet wird und hier wird die Analyse gemacht, hier wird das Spektrum gemacht. Hier kann man das Licht dann analysieren. Und komplementär zur NASA heißt wirklich, wenn ich die Information im reflektierten Licht habe, über das Grün, über das reflektierte Infrarotlicht und wenn ich die Information über Sauerstoff und über Kohlendioxid habe, dann kann ich umso sicherer sein, dass ich wirklich die Apfelbäume eben gefunden habe. Ganz wichtig ist für uns zu verstehen, wie viele Planeten können wir denn überhaupt erwarten, dass diese Teleskope finden. Wir haben ein gutes Verständnis von der Statistik, wie viele Planeten es dort draußen gibt, aufgrund der Beobachtungen, die wir schon haben, und können so Vorhersagen machen, je nach Größe des Teleskops, wie viele Planeten wir erwarten würden. Und wir glauben, dass mit unserer Mission, dass wir so ungefähr 30 bis 50 Planeten entdecken würden, direkt Bilder machen würden, die ungefähr so ähnlich sind wie die Erde. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen heißer, ein bisschen kühler. Und wir glauben, dass 15 bis 25 davon wirklich sehr, sehr nah an den Eigenschaften der Erde dran sind. Und das ist das Ziel. Wir wollen eine gewisse Anzahl von Planeten haben, nicht nur ein oder zwei, sondern wir brauchen eine gewisse Anzahl, um wirklich anfangen können, Statistik zu machen. Wie häufig kommen denn nicht nur terrestrische Planeten vor, sondern wie häufig kommen da Planeten vor, die Bedingungen haben, die ähnlich sind wie der auf der Erde. Wenn ich einen habe und die Antwort ist, er ist ganz anders, dann habe ich noch nicht viel gelernt. Aber wenn ich 15 bis 25 hätte und alle wären anders, kein einziger davon hätte Anzeichen für biologische Aktivität, dann wäre das eine ziemlich starke Aussage. Ich habe es 25 Mal hingeguckt und kein einziger davon ist so ähnlich wie die Erde. Und deswegen müssen wir so rum argumentieren. So wie wir ein, zwei gefunden haben, wo wir Anzeichen von biologischer Aktivität haben, das ist einfach. Aber sicherstellen, dass das Resultat, das negative Resultat, interessant und wichtig ist, deswegen braucht es eben eine gewisse Anzahl von Planeten. Und die Zahlen, die ich hier gezeigt habe, die sind relativ ähnlich zu den Zahlen der Kollegen der NASA. Das heißt, wir können wahrscheinlich eben genau die gleichen Planeten uns angucken und so gemeinsam mehr über die terrestrischen Planeten, die es da draußen bei uns in der unmittelbaren Sonnenumgebung gibt, lernen, und zwar direkt und nicht indirekt. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen verstanden, wie wir nach Apfelbäumen oder nach Leben da draußen im Universum suchen können. Wir brauchen direkte Bilder von Planeten und ich freue mich auf Fragen und auf die Diskussion. Und ich kann mir nicht verkneifen, hier noch eine kurze Folie einzublenden in unserem Physik-Department.
werden wir die sogenannte Nacht der Physik durchführen am 17. Juni. Da gibt es Laborbesuche, Mitmachexperimente, Vorträge verschiedener Art. Und wenn Sie sich für Physik in jeglicher Form interessieren, notieren Sie sich doch gerne bitte dieses Datum. Wir freuen uns, wenn Sie nochmal an die ETH kommen. Herzlichen Dank.